Willkommen zurück. Gefangen und als Nebenattraktion in einem Zirkus. Hohe Einsätze? Haben wir jetzt genug? Quests. Ja! Cool. 1000 Kronen. Nice. Super. Ziemlich profitabel Zeit. Du Schatz. Ja. So, erstmal zu Nidas im Goldenen Stör und dort unsere Belohnung kassieren. Ach schön, die ganzen Betrunkenen wieder. Toll. Mensch, Nidas, altes Haus. Eine Feralt, Hexer und Perlenjäger. Hier ist deine Bezahlung. Du hast sie dir wirklich verdient. Ohne dich hätte ich es niemals geschafft. Hat es sich gelohnt? Ich denke schon. Ich glaube, sie gefällt Letta. Du glaubst? Das sollte sie aber. Alles andere wäre ziemlich undankbar. Die Sache ist etwas komplizierter. Weißt du, Letta ist krank. Etwas ist mit ihrem Kopf nicht in Ordnung. Es fing mit ihrem Gedächtnis an. Sie hat Dinge vergessen. Dann hat sie Leute nicht mehr erkannt. Auch mich nicht. Und jetzt? Jetzt spricht sie nicht mehr. Ich dachte, wenn sie die Perle sieht, würde in ihr etwas aufwachen. Weißt du, wir haben viel über das dumme Versprechen geredet. Das war unser Witz viele Jahre lang. Aber nein, es hat nicht funktioniert. Tut mir leid. Mir auch. Leb wohl, Geralt. Mögen die Götter dich auf dem Weg beschützen. Ach, der Arme. Ich hätte ihm gern noch geholfen. Ach, wie gemein. Lambert. Schade, ich hätte mir echt gerne noch irgendwie geholfen. Aber naja. Selbst Geralt von Riva kann, glaube ich, Alzheimer nicht heilen. Wer einen Magier bei sich versteckt, wird an seiner Seite brennen. Danke für die Hilfe, Geralt. Jojo. Jojo, kein Ding. Immer wieder gern. Ich bin gelaufen. Hab mich um meine eigenen Sachen gekümmert. Hey, Hüpfer. So, gleich sind wir da. Wir reisen von Taverne zu Taverne. Wie viel Geld haben wir hier eigentlich? Oh ne, wir haben insgesamt 37.000, das ist einfach. Ein Blick sagt mir schon alles über dich. Ui. Monster töten ist für dich doch ein Kinderspiel. Warum hast du so lange gebraucht? Karadin lebt mit großer Wahrscheinlichkeit in Novigrad. Und er hat den Kontakt zu Hammond nie abgebrochen. Sie sind Geschäftspartner. Ich habe auch was erfahren. Er handelt heimlich mit, lebendiger Ware. Hat ein Schiff namens Perle der Küste. Verkehrt zwischen hier und Skellige. Seinen Namen hat er auch geändert. In Roland Treuger. Offiziell respektabler Geschäftsmann und Philanthrop aus Novigrad. Er besitzt ein Anwesen in Gildorf. Ja. Gibt's Neuigkeiten über Selyse? Nun, du warst nicht da, um für ihr Leben zu bitten. Na gut, okay. Also gut, wir treffen uns vor Karadins Haus. Ich warte im Durchgang beim Rondell auf dich. Alles klar. Dann bringe ich gerade noch das Werkzeug weg. Wundern des ewigen Feuers. Ist irgendwo ein Schnellreisepunkt in der Nähe? Nö. Ochsenfurter Tor eventuell. Dann müsste ich einmal hier rum. War mal so saublau. Lass mir Blut ausnehmen. Und vergiss nicht, geh niemals alleine in die Scherben. Nimm immer einen Partner. Elend. Und ich bin hungrig. Wo ist Eustachius?
Der holt immer die Leine. Hast du rausgefunden, dass Fergus. Der lebte doch hier unten. Krähenfels. Ich hoffe mal, jetzt wird nicht die Hauptquest getriggert. Dürfte aber eigentlich nicht. Letzte Chance. Wo ist das Geld? Je mehr ich trinke, desto schlauer werde ich. Ach, was habe ich das hier vermisst? Nicht überall Inseln. Gut, gib mir die Münze. Kopf, wir müssen den Stall aus. Sind die denn noch da? Tatsächlich. Wie kann ich helfen? Nun. Ich war vor einiger Zeit auf Undvik und habe das hier gefunden. Mensch, nicht dein Pferd. Das sieht echt aus. Weil es das auch ist. Sieh nur die Zeichen. Echt? Woher hast du es? Es war nicht einfach, deshalb kaufe ich auf einen guten Preis. Ja, das ist unwichtig. Wichtig ist nur, dass ich es habe. Lange Geschichte. Vielleicht erzähle ich sie später, aber jetzt brauche ich die Rüstung. Harmon Elb Grönekahn, Generalleutnant der 2. Reiterarmee. Willkommen in unserer bescheidenen Schmiede. Was für eine große Ehre. Mir ist zu Ohren gekommen, dass der General ein Kenner und Sammler von Rüstungen ist. Das stimmt. Und du wirst als Meister deines Handwerks bezeichnet. Zu gütig, Herr Zuhl. Ich brauche eine Rüstung. Schwer. Sie muss geschossen standhalten können. Geschossen? Bolzen etwa? Nicht einfach. Mit einer speziellen Legierung, Härtung. Mit dem neuen Werkzeug geht das. Fach das Feuer an. Ich bereite den Rest vor. Ganz schön dreist, deine Helferin. Du erlaubst dir viel. Tja, es ist, wie es ist, General. Gute Hilfe ist schwer zu finden. Wir gehen nach draußen, um das Geschäftliche zu besprechen. Nice. Es ist immer dasselbe. Mir reicht's. Und jetzt? Dir reicht's? Sie behandeln mich wie Dreck, eine niedere Arbeitskraft. In Wahrheit muss ich die Rüstung des Nilfgaarders machen, dem Fergus in den Arsch kriecht. Und deine übrigens auch. Hm. Und was macht Fergus eigentlich? Hufeisen, Nägel. Er kann nicht viel mehr. Versaut schon die einfachsten Sachen. Aber er wird Meister genannt. Niemand würde mich für eine gute Rüstungsschmiedin halten. Einen Menschen. Obendrein noch eine Frau. Aber einen Zwergenschmied schon. Hm. Das solltest du dir nicht gefallen lassen. Nö. Nö. Wenn das so ist, sei standhaft. Lass dich von ihm nicht so behandeln. Das werde ich auch nicht mehr. Er kann die Rüstung für den Nilfgaarder selbst machen. Ich mache auch eine. Dann sehen wir, welche besser ist. Aber eine Sache schaffe ich nicht alleine. Würdest du mir helfen? Klar. Hängt davon ab, wobei. Um die Rüstung fertigzustellen, muss ich sie härten, in einem Bad abschrecken. Eigentlich nehmen wir Öl, aber ich möchte Säure benutzen. Hm. Kikimoras und Erzgreifen spucken Säure. Erzgreifen? Meinst du Drachengreifen? Vor einigen Tagen kamen die Männer des Barons vorbei. Sie haben nördlich von Krähenfels einen gesehen. Er hat dort Menschen umgebracht. Gut. Wahrscheinlich gibt es einen Auftrag für den Greif. Dann könnte ich 2 Bestien mit einem Stein erschlagen. Ich sehe, was ich tun kann. Bring mir die Säure, dann beweise ich, dass ich besser bin als Fergus. Und ich fertige die Rüstungen an. So gute Rüstungen wie kein anderer. Juhu! Besorge die Säuredrüse eines Greifen. Und es gibt neue Aufträge. Greif im Hochland. Bäm. Was haben wir denn da?
Lies dies genau durch, wenn ihr gutes Geld machen und euren Mitmenschen helfen wollt. In den Hügeln nördlich von Krähenfels treibt eine Bestie Unwesen, vermutlich ein Greif. Wer sie tötet und dem Quartiermeister von Krähenfels eine Trophäe bringt, bekommt eine angemessene Belohnung. Wer sich dagegen nicht um seine Mitmenschen schert und auch nicht den Mumm hat, dem Greifen entgegenzutreten, der halte sich fern, sonst endet er als Abendessen der Bestie. Was wohl bedeutet, dass Selbstmörder ruhig zum Monster gehen und ihr jämmerliches Leben beenden können? Ja, in der Tat. So. Finde den Herzgreif mit Hilfe deiner Hexensinne und töte ihn. Kann ich hier rüber? Wird mich höchstens aufspießen wahrscheinlich. Ja, muss ich am außen rumrennen. Unschied. Du hast aber einen schönen Anhänger. Ja. Der ist dir schon recht. Oh. Und du klaust wirklich immer mit der Ruhe. Sagst du uns, wo das Geld ist? So. Wie weit ist es weg? Wir sind vertrimmt worden wie Novigrader Hure. Macht es Sinn, dahin zu schnell zu reisen? Ja, doch. Ach, hier ist halt Felde, okay. Stimmt ja, stimmt ja. Dann gucken wir doch mal. Ich guck mal, Banditen. Tötet ihn! Haltet ihn! Werft ihn in den Graben! Verdammt! So. Ich habe eigentlich gar keine Zeit für so einen Quatsch. Aufgerissener Bauch, klaffende Wunden, das waren Klauen. In welche Richtung ist es gezogen? Na, guck mal hier. Nur noch eine Hand übrig. Der Erzgreif hatte ein Festmahl. Hat hier mit dem Fressen aufgehört und ist ins offene Gelände, um wegzufliegen. Die Feder eines Erzgreifs. Er muss sie beim Wegfliegen verloren haben. Hoffentlich ist das Nest in der Nähe. Ich glaube ja, das war hier oben, ne? Oh, guten Tag. Halte nochmal gegen Erzgreifen. Moment mal. Nee. Alchemie, Handwerk, Bücher, Charaktere, Tutorial, Bestiarium, Eisriesen. Sind es nicht, sind es Hybriden. Greifen. Hybridenöl und Kartätsche. Okay. So. Öle, wo haben wir denn? Verbessertes Hybridenöl. Monsterhirn, Monsterzunge, Greifenfedern, Säuredrüse, Bernsteinschaub, durchschrungene Scherbe und eine Greifentrophäe.
Katschi. Und plötzlich ist auch leer am Start. Das ist ja nett. So, müssen wir wieder zurück. Gehen wir wieder nach Heidfelde und von da aus zurück. Ist, glaube ich, am praktikabelsten. Lauf, Plätze! Aber trotzdem, so ein Erzgreif ist halt nicht von schlechten Eltern. Der ist schon... Okay. Der hat schon ordentlich Wumms drauf, wenn er zuhaut. Nee, aber ich bin dafür, der jungen Frau zu helfen, weil was anderes wäre echt ungerecht. Er klopft zwar auf ein Schwert, aber naja, gut. Du bist zurück. Und? Hast du die Säure? Mhm. Benutze sie mit Bedacht. Sie ist das Ätzendste, was es gibt. Ich weiß. Dort, wo ich herkomme, hat sie viele Männer verätzt. Die Rüstung ist bereit für den letzten Schliff. Wir werden bald sehen, wer besser ist. Fergus oder ich. Eieiei. Geralt, sie ist fertig. Schick. Sieht sehr professionell aus. Willkommen, General. Die Rüstung ist fertig. Sie ist sehr schön geworden, wenn ich so sagen kann. Alter. Eher grob. Ich vertraue darauf, dass das Aussehen nicht der Qualität entspricht. General, ich habe ebenfalls eine Rüstung angefertigt. Werfen Sie einen Blick. Was soll das heißen? Ja. Ja, ihre ist besser. Ja. Komm. General, Joanna ist die Meisterschmiedin, nicht Fergus. Sie hat diese Rüstung angefertigt, um es zu beweisen. Um der Götter willen, Joanna. Was erlaubst du dir eigentlich? Temerien ist und bleibt wildes Land. Ungehorsam dieser Art würden wir in Nilfgaard niemals dulden. Wenn ich erklären dürfte, Herr General, ich bin nur dem Anschein nach Fergus Untergebene. Darauf haben wir uns geeinigt, denn niemand würde glauben, dass eine Frau besser ist als ein Zwerg. Du hast recht. Ich hätte es nicht für möglich gehalten. Aber du bist von deinen Fähigkeiten überzeugt. Dann wollen wir sie testen. Nicht mit Puppen, sondern im echten Kampf. Oho, was für ein Auflauf. Du da, leg diese Rüstung an. Ich wollte nur mein Pferd beschlagen lassen. Das ist keine Bitte. General, ich habe diese Rüstung für einen Mann gefertigt. Sie passt mir nicht richtig. Dann such dir jemanden, dem sie passt. Geralt, würdest du mir helfen? Ja. Was soll das für ein Test werden? Ich habe eine Rüstung bestellt, die Bolzen standhalten soll. Wie werde ich das wohl testen? Keine Sorge, Geralt. Diese Rüstung hält jedem Bolzen stand. Durch das Härten mit der Säure kann nur eine Ballista sie durchdringen. Hilf mir bitte. Ja, komm. Also gut. Hoffentlich bereue ich es nicht. Legt beide eure Rüstung an. Ich erwarte euch draußen. Eine sehr biegsame Rüstung, wie das aussieht. Gut. Zum Teufel, ich bin nur gekommen, um mein Pferd beschlagen zu lassen. Hm. Achso, er schießt jetzt, okay. Zuerst kamen die Armeen, dann die Poppen, jetzt der Hunger. Der Sensenmann muss großen Spaß haben. Dann wollen wir mal sehen, was diese andere Rüstung wert ist. Ja.
Er hat ja nicht mal getroffen. Lebt er? Ja, aber die Rüstung taugt nichts. Steh auf, ich will mir die Rüstung ansehen. Nicht mal eine Delle. Ich bin nicht leicht zu beeindrucken, aber ich muss zugeben, dass es dir gelungen ist. Wohin willst du, Zwerg? Hör gut zu. Die Schmiede gehört ab jetzt Frau Joanna. Sie wird alle Aufträge der Nilfgaardischen Armee erledigen. Verstanden? Ja, klar und deutlich. Ja, so viel Fairness muss sein. Für die Rüstung. Ich schicke jemanden, um sie abzuholen. Dann gehe ich wohl auch besser. Ich hole nur meine Sachen. Warte. Wir müssen nicht getrennte Wege gehen, Fergus. Du warst mir eine gute Hilfe. Wir könnten weitermachen. Nur ohne die Lüge. Wir zwei sind vielleicht ein Paar. Gut, dann heiz das Feuer an. Wir haben einen Kunden, der eine Rüstung braucht, die eines Hexers würdig ist. Ja, ja. Du hast daran gezweifelt, dass die Rüstung dich schützt. Gib's zu. Nö. Meisterlicher Arbeit vertraue ich. Danach strebe ich selbst. Du hättest nicht nach dem legendären Werkzeug von Undvik und der Säure des Erzgreifs gefragt, wenn du nicht wüsstest, was du tust. Vielen Dank für dein Vertrauen in mich. Gib uns ein paar Tage, dann ist deine Rüstung fertig. Welche Rüstung denn überhaupt? Ich werde dir helfen, sie auszuziehen. Ich habe doch noch gar keine bestellt. Der Mutant? Ich habe schon Interessanteres aus meiner Nase geholt. Meisterlicher Rüstungsschmied. Warte einen Tag, während... Achso. Achso, na gut. Dann gebe ich mal eben das, die Quest ab. Moment, Hexerauftrag. Greif im Hochland. Mann, dreht sich mir die Birne. Quartiermeister. Willst du einen Blick auf unsere Waren werfen? Nicht unbedingt. Ich habe gehört, dass es Probleme mit einem Greif gibt. Ja, er hat einige Dörfler nördlich von Krähenfels getötet. Die Leute haben sich beim Baron beschwert. Irgendwann hatte er genug von den Beschwerden und hat eine Belohnung auf den Kopf der Bestie ausgesetzt. Trifft sich gut. Ich könnte einige Kronen gebrauchen. Nun, die Leute erzählen viele schlimme Dinge über dich, aber ein Hexer bekommt seinen Lohn für getane Arbeit. Husa! Willst du wirklich dorthin? Ich zitter schon. 25 Kronen. Juhu! Du wirst nicht mehr so übereinzig sein. Okay. Was steht denn noch an? Wir sollten noch zu Lambert. Lambert, das wartet noch. Das wartet auch noch. Das machen wir auch noch bald. Das machen wir vielleicht sogar noch heute. Aber erstmal Lambert. Auf dem Platz des Hierarchen. Oh, jetzt muss ich erstmal wieder hin. Verdammt, wären wir mal sofort dahin gegangen. Erstmal schicken. Also gut, gib mir die Münze. Kopf, wir müssen den Stand auszahlen. Wir gehen. Dü-d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 ü-
Immer mit der Ruhe. Lass sie anfangen. Ihr werdet erwartet. Kommt rein. Okay. Fühlt euch ganz wie zu Hause. Er ist ein Hexer. Ganz recht. Darf ich meine Frau Letizia vorstellen und meine beiden Kleinen? Ihr wisst, wer ich bin, und ich habe von euch gehört. Ihr stellt viele Fragen über mich. Das macht mich immer neugierig. Aus welcher Schule stammst du? Aus der Katzenschule. Gibt nur noch wenige von uns. War wie... Ja, eben. Hexer können keine Kinder haben. Aber Mündel. Oder eine Frau mit ihren Kindern auf und diese als eigene Kinder annehmen. Okay. Dass Hexer Meuchelmörder werden, kann ich noch verstehen. Aber Kaufleute? Warum denn nicht? Wir träumen doch alle davon, unser Leben zu ändern. Ich habe es nicht beim Träumen belassen. Angeblich ist noch kein Hexer je in seinem Bett gestorben. Ich habe vor, der Erste zu sein. Das muss ich noch rausstellen. Nun. Mein Freund wollte mit dir sprechen. Jungs, nehmt Letizia und die Kinder mit und lasst uns allein. Unsere Gäste wollen mit mir sprechen. Ich bin ganz Ohr. Rede du mit ihm, Geralt. Wenn ich es tue, verliere ich bei seinem ersten Wort die Kontrolle und erwürge ihn. Schön hast du's hier. Ich habe anscheinend ein Händchen fürs Geschäft. Jetzt habe ich genügend Geld, um meiner Familie die feinen Dinge des Lebens zu bieten. Mit einigen Resten für die Philanthropie. Die Einrichtung von Frau Marabella verschmäht kleine Spenden nicht. Und die Kasse für Witwen und Waisen der Stadt übrigens auch nicht. Deine Frau weiß, wer du warst? Wir sind ganz ehrlich und haben keine Geheimnisse voreinander. Sie betet jeden Tag für mich. Und weißt du was? Es scheint zu helfen. Verdammt nochmal! Ganz ruhig, Lambert. Ich habe ja alles gestanden, bevor wir geheiratet haben. Dieser Tag war für mich wieder Anfang eines neuen Lebens. Na nun. Erinnerst du dich an Aiden? Ein Hexer. Er wurde in Elanda ermordet. Die Mörder sind gut bezahlt worden. Ich erinnere mich an ihn, wie an alle anderen auch. Mit tiefstem Bedauern. Trotzdem war Aiden anders. Entgegen aller Gerüchte wollten wir ihn nicht töten. Wir waren gezwungen, als er uns angegriffen hat. Aiden, erzähl mir deine Geschichte. Wie lautet deine Version der Geschichte? Aiden hatte den Auftrag, den Fluch von der Tochter des Herzogs zu brechen. Er nahm das Geld, verfuschte den Auftrag und verschwand, als das Mädchen starb. Du lügst. Wir wollten ihn nicht töten. Wir waren Schuldeneintreiber. Er hatte das Geld schon ausgegeben, deshalb verlangten wir seine Schwerter. Als er sich weigerte, kochten die Gemüter hoch. Vienne, unsere Scharfschützin, verlor die Nerven. Sie traf Aiden genau ins Auge. Später hat sie ihre Version der Geschichte erfunden, wohl um ihr Schuldgefühl zu besänftigen. Ich habe genug gehört. Was jetzt? Deine Reue ist gespielt, für Buße ist es zu spät. Was sich verändert. Er bereut es nicht wirklich, ne? Das ist, Weißt du was, Karadin? Deine Reue ist gespielt. Sie ist nicht echt. Das war sehr gut gespielt, aber ich glaube dir nicht. Ich weiß nicht, warum wir überhaupt reden. Wir sind hier, um dich zu erledigen. Nein, nein, lass das mal. Lass ihn, wir gehen.
Hast du sie nicht mehr alle? Lambert, das ist eine der Situationen, in der du wahnsinnig angefressen bist, dich aber lieber zügeln und auf deinen vernünftigen Freund hören solltest. Lass uns gehen. Verdammt, Geralt. Weiß nicht, ob ich dir das verzeihen kann. Ich hab gesagt, lass uns gehen. Du kannst immer zurückkommen. Danke. Erklär dich bitte. Das werde ich nicht. Ich hatte das Gefühl, dass Carradine nicht kaltblütig ermordet werden sollte. Wenn du das anders siehst, kannst du immer zurückkommen, ohne mich. Am liebsten würde ich dich windelweich prügeln. Wir sehen uns. Irgendwann. Mach's gut, Lambert. Bis denn. Hab ich dir doch gerade erzählt. Tut sie das? Mensch, das ist ein Ding. Warte ich jetzt mal. Ja, ne, Rüstungsschmied. Wir probieren es mal mit den hohen Einsätzen, jetzt wo wir gerade noch hier sind. Kohle haben wir ja mehr als genug. Daran soll es uns nicht mangeln. Finde den Schreiber an Passivor und melde dich zum Windturnier. Mit welchem Blatt trete ich an? So, gucken wir nochmal. Keine guten Karten, kein goldener König. So kommen wir aber nicht rein. Kennen wir die Regeln nicht? Hast du diese? Ja. Da. Ich habe gehört, hier geht es um hohe Einsätze. Zunächst brauchen wir die richtigen Effekte. Werfen wir einen Blick auf die Karten, nicht? Die Karten taugen, aber können wir uns auch einkaufen? Wir können. Na, dann her mit dem Namen und wir stellen eine Eintrittskarte aus. Geralt von Riva. Gerhard von Riva. Das Spiel beginnt bald, aber zuerst muss der Pöbel verschwinden. Wenn wir bitte warten würden. Gerhard von Riva. Ist ein Pferd im Laden? Nur Turnierteilnehmer. Alle anderen hinaus. Wir sind höflich eingeladen, morgen zurückzukehren. Der alte Kokshaar. Sie ahnen Geralt von Riva. Und ich dachte schon, das Turnier würde schrecklich langweilig. Es ist nicht sehr befriedigend, immer nur Bauern, Halunken und falschen Aristokraten ihr Geld abzunehmen. Kennen wir uns? Sagen wir, wir haben gemeinsame Bekannte. Ich habe schon viel Gutes über dich gehört. In lebhaften Details. Ach so. An Orten wie diesem ist das eher eine Warnung als eine Empfehlung. Wie heißt du? Sascha. Sascha, wie weiter? Oder sag mir doch gleich deinen richtigen Namen. An Orten wie diesem wird Sascha reichen müssen. Ach, ist das so? Bist du oft in der Passiflora? Du scheinst alle zu kennen. Ich bin hin und wieder hier. Ich kenne nicht alle Gesichter, aber das ist Patrick Haselnuss. Geht ohne die drei nie irgendwo hin. Ich habe mal einen Mann getroffen, der mit zwei serikanischen Leibwächterinnen unterwegs war. Aber diese drei... haben eindeutig andere Talente. Der Halbling ist Bernhard Tulle, ein Bauer. Behauptet, er würde zum Vergnügen spielen, aber es will doch jeder gewinnen, nicht? Vor dem da nimmst du dich besser in Acht. Er ist kein großer Freund von anderen Außenseitern, Leuten wie dir. Welch Ironie. Immerhin ist Phineas selbst ein Halbelf. Und von Graf Tybald hast du sicher schon gehört. Immerhin hat er dieses Turnier organisiert. Eigentlich habe ich noch nie von ihm gehört. Er ist angeblich sagenhaft reich. Was da dran ist, weiß ich nicht. Aber er konnte sich seinen Titel leisten und die Grafschaft, die dazu gehört. Ach so. Na gut. Na schön. Bis später, Sascha. Versuch ein Wort mit den anderen Spielern zu wechseln, bevor das Turnier beginnt. Wir müssen sowieso auf Graf Tybald warten. Okay. Wir mischen uns mal unter das Volk. Tut mir leid, aber ich muss mich vor Spielbeginn sammeln.
Na gut. Dann lass dich nicht von mir belästigen. Oh, Geralt, der Monsterjäger. Ich habe ein wildes Herz. Suchst du was Besonderes? Ich bin hier auch neu. Hat ewig gedauert, bis ich das Geld hatte, um mich einzukaufen. Mit Pilzen wird man nicht schnell reich. Ach was. Du bist wirklich ein Bauer? Sieht man das nicht? Ich habe einen kleinen Hof vor der Stadt. Könnte tagelang da sitzen und den Pilzen beim Wachsen zusehen. Und der Geruch? Geruch? Wie auch immer. Pilze sind schön und gut, aber hin und wieder muss man mal rauskommen. Meine Dame hat fast geheult. Sie meinte, mir würde in Novigrad die Kehle aufgeschlitzt. Aber ich sagte zu ihr, Hortensia, welch eine Chance. Die besten Spieler, die seltensten Karten. Sie musste mich ziehen lassen. Na denn. Viel Glück dir. Gleichfalls. Das ist die richtige Einstellung. Nicht wie der Halbelf da drüben, der mir schon die ganze Zeit mörderische Blicke zuwirft. Ja, dann. Entschuldigung. Dann nerven wir ihn auch noch mal. Was? Was? Spielst du oft Turniere? Was geht's dich an? Willst du auch meine Karten sehen? Bin ich hier der Strichjunge, den du betatschst, ehe du dich entscheidest? Soll ich mal mit dem Schwanz wedeln? Ich sehe deine Karten, wenn wir spielen. So weit wirst du kaum kommen, Mutant. Mimi. Willkommen, meine Damen und Herren, bei unserem geschlossenen Gwind-Turnier. Und mit geschlossen meine ich nicht nur die elitäre Natur der Veranstaltung. Wer die Passiflora vor Spielende verlässt, wird disqualifiziert. Das ist Regel Nummer 1. Regel Nummer 2, 3 und 4. Keine Kämpfe, kein Falschspiel, keine magischen Tricks. Wir spielen um goldene Figuren. Der Sieger erhält sie alle. Und dazu einen Geldpreis in Höhe des 9-fachen Einkaufsbetrags. Es ist schnell berechnet, dass wir 9 Teilnehmer haben. Das Turnier besteht aus 3 Runden. Der Finalist tritt gegen mich an. Die Spieler werden zufällig in Paare eingeteilt. Die Gruppierungen für die erste Runde werden jetzt verlesen. Ach so. Es Phineas und Tim Knott, Patrick Haselnuss und Harald Federnest. Gernot von Riva und Bernhard Tulle. Ha, ist ja ein Ding. Brombur Frundenstroch und Madame Sascha. Wunderbar. Allen eine angenehme Partie. Jojo. Warum so eilig, mein Prinz?